Doch, stimmt, jetzt kann ich doch einen neuen christlichen Glauben machen. Genau so. Was für einen Namen wollen wir unserer neuen Religion geben? Jetzt könnt ihr wirklich richtig dumme Sachen sagen. Fossilia. Keine Ahnung. Was? Kaum mir ist gerade, dass jetzt vor den Kopf hören kommen und haben irgendwas drum gebaut. Okay. Sangrianismus. Okay. Sangria. Ballermania. Ballermania ist super. Ballermania ist super. Warum habe ich den beiden Idioten die Auswahl gegeben? Dürfte dir inzwischen klar sein, oder nicht? So, das Adjektiv der Religion. Hallo, Ballermania mit Doppel-N, bitte. Muss ja von Ballermann kommen. Stimmt. Also, so oder wie? Dauert Moment. kurz. Ja, genau. Perfekt. Ballermann und dann ihr. Ballermania. Adjektiv ist einfach Baller. Der Sangria. Da musste schon der Kontext doch da sein, Junge. Balleria? Ne, das stimmt jetzt ein Adjektiv. Einfach. Balerisch. Oder Ballermannisch. Eine Malegarchie, ich hoffe. Nein, wir So. wollen ja schon Ballermann mit einbauen. Das Einzahl soll für ja scheiße Anhänger. klingen. Haben wir jetzt Baller und Ballerina oder was? Machen wir so, machen wir so. Ja, Ballermänner und Ballerina. Ja, nee, Baller und Ballerina ist schon gut. Naja, aber nee, man kann nur für Anhänger machen. Wir sind in der männlichen Welt. Also Baller oder wie? Ja, Baller Ja, passt. ein wahrer Baller. Und die Mehrzahl ist Ballern. Nee, nee, Ballern macht gar keinen Sinn, das ist eher Verb. Ja, scheiß auf den Sinn, Alter. Nee, Nee, nein, Ballast. Nee, nee, nee. Einfach nur um das Spiel kaputt zu machen, man hat Mehrzahl für Anhänger, viele Baller. Wer braucht schon Plural, kenne ich nicht. So, Beschreibung ist auch fertig. So, genau. Also 79 von 70 Versailles. Ja. Alles gut. So, alle würden konvertieren, alle meine Vasallen auch. So, wir müssen es jetzt so ändern. Genau, zwei der Tugenden, also mitfühlend und ehrlich war ich ja schon, jetzt muss nur noch geduldig war ich, oder? Ja, müsste, oder? Ja. Genau. Macht maßvoll, macht ehrlich zu einer Tugend, wer auf der Pilgerreise finde ich auch Ja, gut. Daniel, kannst du das kurz mal klippen? Ja, kann ich machen. War schon südischer, jüdischer Synkretismus war, man hatte geduldig zur Tugend gemacht. Könntest du eigentlich das Mönchtum rein technisch auch abschaffen? Theoretisch. Habe ich schon. Ich habe die Ja, einfach mal cool, Kommunion. die Entstehungsgeschichte von Ballermania klippen, das kann auch aus Best of Ja, Artikel 3. da muss ich nachher ein Highlight-Video draus machen in Ruhe. Ja, Weil oder so. für einen Clip ist das zu lang. Okay, ja, ist auch okay. Laienpriester, was? Also nämlich die oberen beiden noch neben Dings halt. Also ich nehme mal das neben Kommunion und so. Werft ja, neben Kommunismus. Halt Werft der Pilgerreisen, dass halt Pilgerreisen so halt heilig sind und mehr Eifer geben und so weiter. Und jüdischer Synkretismus mache ich, damit halt geduldig eine Tugend wird. Und so betrachtet jüdischen Glauben und wird wiederum von jüdischen Glauben als feindselig und nicht, also und nicht als böse betrachtet. Die armen Juden, Alter. Kannst du die Pilgerstätte denn selber setzen? Nee, leider nicht. Schade. Also doch Malle. Ja.
Ibiza, Malle, Menorca. Füll mal bitte ein, dass man mehr als eine Frau haben kann. Das ist wichtig. Ja, stimmt. Wenn ich halt viel verändern will, müsste ich halt auch mehr ausgeben. Ich kann halt nicht so viel ausgeben. Die weltlich kann ich halt nicht machen oder so, oder kein Glaubensüberhaupt oder sowas, das würde mich zu viel kosten. Oder hier irgendwie, ne, wenn ich jetzt Polygam machen will oder Partner und Konkubinen, dann hier, das ist, dann muss ja noch, müsste ja noch ein bisschen ansparen. Kann man denn das nachträglich noch ändern? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kannst du erstmal jetzt so ändern? Damit ich halt erstmal das Achievement hab und dann kann ich schauen, ob ich später noch einen anderen Glauben machen kann oder so. Jo. Ja, warum nicht? So. Na ja, hier, die Glaubengrundsätze können nicht mehr geändert werden, sobald der Glaube erstellt wurde. Ah, okay. Ah, gut. Ihr habt das Patronat des Tempelritter verloren. Aber Polygamie ist doch wichtig gewesen, Mann. Die ballermanische Abspaltung. Oh Gott. Die katholischen Priester sind vom rechten Weg abgekommen. Wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass sie uns gut führen. Da habe ich eine ausgewählte Gruppe Priester zusammengestellt, mit der ich Zukunft unseres Glaubens besprechen werde. Schon jetzt sprechen entflammte Priester darüber, Kreuzzüge zu entsenden, die ihren neuen Glauben in die Welt hinaustragen sollen. Und sie bitten alle Anhänger, alte Streitigkeiten beizulegen, zum Wohl des neuen Glaubens zusammenzuhalten. Die ballermanischen Priester haben sich entschlossen, Martin zum neuen Papst zu ernennen, um für die gesamte ballermanische Welt die religiösen Doktrinen festzulegen und es gut mit anderen Glaubensrichtungen zu schlichten. Die Welt wird sehen, dass Gott uns bevorzugt. Ja, auf jeden Fall. Oh yeah. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt das Achievement? Ich habe das Achievement irgendwie... Ja, jetzt so. Errungenschaft freigeschaltet. Paragon of Virtue. Have three or more virtuous traits. Wir sind ein so tugendhafter Mann, dass es anders nicht... Wir sind so ein guter Ballerer. Ja, wir sind tugendhaft für viele Baller. Hat sich gelohnt. Guck, und da hast du sogar das Trophäe gekriegt. Siehst du, das hat sich gelohnt. Ich glaube, ich resette das einfach. Nein. Guck, wir können Wert sparen und später eine richtig ekelhafte Religion machen, wo irgendwie Perversionen erlaubt sind und sowas und alles. Oh yeah. Ja, das dürfte der Run auf jeden Fall hergeben. Ja. Das stimmt, ja. Deswegen, ich weiß halt nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich könnte theoretisch wieder einen neuen Glauben erschaffen, aber ich glaube, ich gehe mal... Direkt wieder wechseln, ja. Mhm. Jetzt die viele Baller. Das stimmt, hier gucken wir uns dann alles... Wir haben die Heiligstätte von Canterbury, die Heiligstätte von Santiago ist gleich geblieben, Heiligstätte von Köln, gehört aber nicht zum Ballermann, nicht kontrolliert von Ballermania. Wir haben die Heiligstätte von Jerusalem und die Heiligstätte von Rom. Das ist halt genau die gleichen wie vom Katholizismus. Okay. Also eine katholische Abspaltung macht also Sinn. Ja. Aber ja, also bei dem Namen stürzt das Spiel auf jeden Fall sowas von ab. Ist instant abgestürzt. Ich verstehe es nicht, dein Problem. Mhm. Oh Mann. Aber ja, kann man aber eine richtig bescheuerte Religion machen, das kann nur gut sein. Die ganzen vielen Baller, die man da trifft. Die ganzen vielen Baller, ja. Nein, nein, viele Baller. Ja, sorry, ja. Die ganzen viele Baller. Wir wissen ja, während den Kirchen wird auch nicht Wein getrunken, sondern Sangria. Die wollen doch nicht aufstehen dafür, die haben einfach lange Strohhalme von Sitzplätzen aus. Was ist dann da, wenn das Blut von Christus Sangria ist, was ist dann das Leib von Christus? Was essen die dann? Paellas oder was? Ja. Ja, die essen Bier, genau. Ja. Trinken Sangria, essen Bier und ich ende mein Leiden. Der Würstchen mit Kartoffelsalat. Würstchen mit Kartoffelsalat. Dicke Titten Kartoffelsalat. Dicke Titten Kartoffel, dicke Titten Kartoffelsalat.
Zwinkert und Salat. Das sind dann lecker. Die Songs, die in der Kirche gesungen werden. Nein. Ja, die eigentlich gesungen. Ja. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: dicke Titten, Kartoffelsalat, Amen. Amen. Beim letzten Abendmahl tranken sie alle Sangria und kotzten auf ihrem Tisch. Denn so sprach Balamania zu ihnen: geht auf zur heiligen Stätte von nicht Jerusalem, geht auf zur heiligen Stätte von Mallorca an den heiligen Ballermann und trinket, bis die Kotze euch raussprühen möge. Amen. Amen. Ja. Perfekt. Ja, schön. Ja. Sei ich zur heiligen Stätte von Mallorca. Von Palma. Wirklich. Bringt doch nicht. Und Ibiza. Hey, wir dürfen nicht vergessen, ein paar tausend Jahre später ist dann natürlich der große Kaiser von Mallorca, Jürgen Drews, da natürlich da. Ja, und Ischgl natürlich auch nicht vergessen. Ja, Ischgl. Apriskismus. Ja, heilige Städte von Mallorca und Ischgl, wo dann die Pilgerschaft des Ballermanns kommt. Ja. Jeder erwachsene Baller muss seine Ballerschaft machen nach Mallorca und da dann trinken, bis er kotzt, und dann ist er ein wahrer Baller. Nur wenn die Kotze sprüht, ja, dann... Muss eine Woche durchfeiern und jeden Tag besoffen. Ja. Und wenn du an Leberzirrhose stirbst, dann ist das quasi die Heiligsprechung. Ja, da hast du den Märtyrertod gemacht, genau. Dann kam der Märtyrertod. Ja, es ist verboten, englische Lieder zu singen. Genau. Und es war auch dann... Ja. Ne? Ein Kirchentext darf niemals mehr als 17 verschiedene Wörter aufzählen. Er hat sich die ganze Zeit wiederholt. Und denkst du, Jesus war auf dem heiligen Ballermann-Fest, wurde dann aber von, keine Ahnung, Nüchternikus verraten und in die Exzessanstalt gebracht, wo er gefoltert wurde. Das war der unheilige Null-Promillus. Genau. Der wollte die große Prohibition einführen. Genau. Und es halt... Wo gehen die Leute, die auf Entzug sind? Entzugsanstalt? Genau, er wurde in die bösartige Entzugsanstalt geschickt, wo er an die Wand genagelt wurde, dass er keinen Alkohol mehr trinken möge. Aber nach 3 Tagen des Flehens an Jürgen Drews wurde er befreit, genau. Ja, der hat Wein in Wasser verwandelt. Wein in Wasser. War eine Todsünde. Ja. Der hat jetzt der Gria verschüttet, da wurde direkt hingerichtet. Kopf abgeschlagen. Deswegen ist auch so das erste Gebot in ihren 10 Geboten: stehle eines anderen Mannes nicht des Weines. Mhm. Ja. Oder wenn du dann das Abendmahl empfängst, dann kommt dann das Lied: geh mal bitte Bier holen, du wirst mir wieder ehrlich. Schon wieder Hässle. Ich stehe vorne dann mit Hawaii-Hemd auf einem quasi nackten Oberkörper, nicht zugeknüpft, Sandalen mit Socken drin, Brille, Strohhut, das sind die Priester. Sexy. Aber ja, toll. Weißt du, der eine ist zwar robust und ein Genie, ist aber eigenwillig, also halt, ne, verrückt so gesehen, und sprunghaft, also verrückt. Und dafür ist der andere so halt wieder eine mitfühlende Pussy, aber nachsichtig und tapfer. Ja. Alfonso und sein Bruder Alonso Alfonses. Auch schön. Und sein anderer Bruder auch Alfonso Alfonses. Ah, ist in der Kirche so. Ja, ich richte mich hier heute an alle viele Baller. Oh Mann. Ach, wunderbar. Er wird in Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Ja, definitiv.